Hey Leute, willkommen zum weiteren Video zu Worldstars. In den letzten paar Videos habe ich ja mir so ein bisschen Frust von der Seele geredet. Die Phase ist jetzt vorbei, also keine Sorge, das Video wird jetzt nicht mehr zu 80% von Meckern bestehen. Ich akzeptiere jetzt einfach Dinge, beziehungsweise ich mache heute ein Experiment. Und zwar würde ich mir gerne einfach die Lobbys vergleichen, weil in meinem Kopf sind die Lobbys abends so um 0 Uhr, 23 Uhr deutlich angenehmer zu spielen als die Lobbys mittags. Wir haben jetzt gerade 13.20 Uhr an einem Samstag und ich werde jetzt hier so eine halbe Stunde spielen und dann werde ich heute Abend nochmal eine halbe Stunde spielen und dann können wir ja mal die Lobbys vergleichen und gucken, okay, merken wir einen Unterschied? Da seid ihr natürlich auch gefragt, mir zu sagen, ob man da einen Unterschied merkt. Wir spielen mit Melody, das ist nicht zufällig, weil ich habe ja gesagt, dass ich Melody pushen möchte. Oh. Weil ich hatte gesagt, dass ich Melody pushen möchte auf, habe ich 800 oder 700 gesagt. Ich habe ehrlich gesagt ein paar Probleme damit, Melody zu pushen, zumindest halt in Brawl Ball zumindest. Weil im Brawl Ball kannst du ja den Superschuss machen und damit deinen Super hinterher sprinten. Und ich glaube, das wird rausgepatcht. Ich glaube nicht, dass es absichtlich ist, weil es ist meiner Meinung nach zu overpowered. Und wenn ich jetzt halt viel mit ihr spielen würde, ich würde mir das halt angewöhnen. Und ich weiß nicht, wie gut das ist, sich da irgendwas anzugewöhnen, was halt eh rausgenommen wird aus dem Spiel. Weil es wäre cool, wenn ich das dann gut beherrsche, die Mechanik. Aber wenn die Mechanik eh rausgenommen wird, ist es dann halt ein bisschen so, ja, okay, gut, du kannst was, was nicht relevant ist. Gut. Da ist doch einer im Busch, wie versteckt der. Ja, gut. Der hat sich goated versteckt. Ich habe hier auch die ganzen Star-Powern. Oh Gott, ich mache wieder den Dash. Kann die mal. Krass, wie lange die gelebt hat. Der steht. Safe hier in diesem kleinen Pixel. Ja, okay, da ist er. Ich habe jetzt mal super aufgeladen, das ist schon mal gut. Nee, also glaubt ihr, dass Melody so bleibt, wie sie ist? Ich dachte, safe nicht. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie noch härter genervt wird und dass du nur zwei Dashes hast. Gut. Schild. Sehr gut. Schild durchrutschen. Stabil. Oh, hier ist noch ein Angebot reingekommen. Wie teuer ist das? Das kostet 199 Juwelen. Dafür kriegst du einen Jessie-Skin und... Oh, das lohnt sich ja fast schon, oder? Müsst ihr mal in die Kommentare schreiben. Soll ich mir das Angebot holen? Ich habe jetzt nicht vor, die Juwelen für was anderes auszugeben, weil Skins, muss ich sagen, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich spiele, Skins jucken mich überhaupt nicht. Ich habe ja auch ein Kurzvideo hochgeladen, wo einer irgendwie aus 10 legendären Star Drops aus meiner Sicht nur Müll gekriegt hat. Und der hat mir Leute gedacht, boah, Bardo, das ist überhaupt nicht Müll. Guck mal hier, der hat diesen Aufkleber gekriegt, der ist total selten. Der hat hier diesen Skin gekriegt, der ist total selten. Was juckt mich, ein Skin oder ein Aufkleber? Das bringt dich doch gar nicht weiter. Also wenn ich die Wahl habe zwischen den seltensten Aufkleber im gesamten Spiel und irgendeiner Hyperladung, ich würde immer die Hyperladung nehmen. Das klingt jetzt komisch, aber ich habe spielerisch nichts von irgend... Oh Gott, ich muss aufpassen. Ich habe spielerisch nichts von irgendeinem Käse, den ich da krieg. Also so visuelle Sachen, das bringt ja wirklich nichts. Gut, es ist natürlich auch ein Lernprozess. Ich bin erstmal bei 400 irgendwas. Ich muss noch lernen, Melody besser zu spielen. Zu 100%. Wie ist Hops? Gib mir den Ball. Gib mir den Ball. Danke. Ich bin so ein Esel, Alter. Warum habe ich nicht einfach geschossen? Wie hat sie mich denn noch getroffen? Ihr dürft uns auch mal sehr gerne ein Abo da lassen. Nur die Hälfte, wie hat sie nicht gemacht? Nur die Hälfte der Zuschauer von diesem Video haben nicht überhaupt abonniert. Ich hab ein Schild. Gib mir den Ball. Ich hab ein Schild. Gib mir. Okay, dann so. Nice. Da kannst du ja die Runde... War sogar ein Underdog-Match. Okay, das klärt einiges. Wie funktioniert das überhaupt? Du hast jetzt zwei Spots, wo Juwelen spawnen. Okay. Juno, der macht die Wand weg. Dummkopf. Ja gut, dann sind wir hier beim rechten Spawner. Okay, rechte Spawner gehört uns. Wir gehen... Oh Gott, wir gehen da mal rein und sterben. Ich mach direkt wieder ein Schild. Ich meine, ich hab ja nichts. Ich kann ja hier wirklich... Oh, warte. Oh, stell mal vor, ich hätte noch einen Angriff durchgekriegt. Ich wäre mit einem Super geflohen. Ich wäre mit 4 Juwelen geflohen. Also was ein bisschen doof ist, ist, wie wenig Schaden sie macht mit ihrem normalen Angriff, ne? Aber dafür... Sie ist ja gemacht, dass sie hier so ein bisschen durchrennt durch die Gegner. Das ist eher so ihr Ding. Oh, danke, 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 danke für die Juwelen, danke schön. Daryl und ich können einfach hier chillen. Und... Schild. Wie konnte das denn jetzt so enden, dass ich fast alle Juwelen haben muss? Jetzt habe ich wirklich alle Juwelen. Ja, weil die Map ist so groß, die finden mich niemals. Gut, ne, also, es gibt zwei Spawner und die Gegner sind zu 90% auf den linken Spawner konzentriert. Der Devil konnte einfach da stehen bleiben und alles einsammeln. Sehr, sehr dumme Gegner. Scheint ja auch schon bald, also bald in Anführungsstriche, der neue Brawl Talk rauszukommen.
Krass, wie schnell die Zeit vergeht. Ich sollte meine Münzen vielleicht auch echt aufsparen. Weil wenn der neue Brawler rauskommt und ich hab den, dann kann ich ihn halt schon direkt hochleveln, Star Power zeigen, Gadget zeigen. Aber wahrscheinlich gebe ich halt echt die Juwelen aus für diesen Jesse-Skin. Gut. Gut. Ey, ich bin kamikazenmäßig reingegangen und bin so noch lebend weggekommen am Ende. Jo, fand ich beim ersten Mal so nett, dass ich nochmal gemacht habe. Nur jetzt... Alter, ich bin so noch weggekommen. Mit meinen Schilds. Also der Schild mich, glaube ich, echt gerettet. Ansonsten wäre ich kaputt gegangen. Haben wir gewonnen. Ich würde auch wieder sagen, Kategorie dumme Gegner eigentlich, weil ich bin so wild einfach reingerannt. Ich werde das jetzt auch endlich mal richtig machen. Gegen den Uhrzeigersinn um den Tresor laufen, um den maximalen Schaden zu machen. Das habe ich vorher falsch gemacht. Nicht auf der Stelle drehen, sondern wirklich um den Tresor rumlaufen. Ich bin sehr, sehr dumm, aber inzwischen weiß ich, wie ich das machen muss. Ich habe lang gelebt und ich glaube auch ein bisschen Schaden gemacht. Ist schwer zu sagen. Vor den Barley, let's go. Bisschen regenerieren jetzt hoffentlich. Gut, der Barley kackt ab. So. Oh, okay, ich wollte jetzt gegen Uhrzeigersinn laufen, aber haben wir so kaputt gekriegt. Let's go. Aber man sieht ja sogar... Die haben sich gegenseitig gekillt. Ich mache jetzt noch, glaube ich, 2 Partien fürs Megaschwein um die Uhrzeit und dann später nochmal 2. Okay, jetzt haben wir ein paar Juwelen in einen Schnellfeuermodus. Weiß gar nicht, ob sie so gut ist im Schnellfeuermodus. Weil der normale Angriff macht ja gar nicht so viel Schaden. Nee, sie ist eigentlich... Eigentlich ist sie eine schlechte Wahl für Schnellfeuer. Nee, wir werden hier gekocht. Wir werden hier gekocht. Das ist eine falsche Map. Falscher Agent. Nein, 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 nein. Ach Gott, Hilfe. Ja gut, das war komplett ein L. Gut, bleib zu vorne. Mein Team, greift ihn doch, er steht 1 Millimeter neben ihm im Busch und greift ihn nicht an, weil ich muss erst regenerieren. Kill den doch, du Ochse. Einer der Kandidaten für Uhrzeit gleich schlecht. So, gegen den Uhrzeigersinn. Egal, jetzt die Abwehr. Und jetzt liegen wir auch auf unseren Turm zu greifen. Oh no. Ah, wir haben verloren. Ist halt ein bisschen ärgerlich, dass wir irgendwie 20% kassiert haben. Weil der eine da im Busch stand, um sich zu regenerieren, statt einfach anzugreifen. Das jetzt war für mich aber ein Anwärter für Mittagsspielen. Du kriegst dumme Teammates. Okay. So richtig stumpf einfach. 30% am gegnerischen Turm gemacht. Ich hab einfach alles ignoriert. Lu, willst du mal laufen? Lu, du stehst einfach wie so ein NPC. Willst du mal laufen? Willst du dich mal bewegen? Na gut, haben wir gewonnen. Aber ich bin ja bei der Meisterung ein bisschen weiter. Ich krieg jetzt hier nochmal ein bisschen was. Ah, und wisst ihr was? Scheiß drauf. Komm, ich level einfach mal Melody hoch. Ist das dumm? Scheiß drauf, wenn es dumm ist. Melody Level 10. Tschüss. Lol, wir haben gewonnen. Ist auch erinnert, ein Push, das hat gereicht, um zu gewinnen. Bisschen laufen. Ich glaube, gegen Uhrzeigersinn. Bisschen laufen, Schild nochmal, yo. Das ist so unfassbar broken, vielen, vielen Dank. Schild nochmal. Und wir haben gewonnen, das ist so geisteskrank, Alter. Schild. Schild. Es ist so dumm, Alter. Du machst wieder ein Schild an. Du machst einfach Schild. Super. Und dann machst du einfach eine Karawane um den gegnerischen Tresor. Wir haben verloren. Kann man aber nicht sagen, dass das von uns einfach so, dass wir jetzt einen Trottel im Team hatten. Das war ziemlich ausgeglichen. Okay, auf nach 23 Uhr. Ist auch aufgefallen, dass mein Plan eine Logiklücke hatte. Und zwar die Maps rotieren, ja. Das heißt, Tresor ist jetzt weg für Hotzone. Es ist im Grunde egal, geht trotzdem rein. Meine Laune ist gerade ein bisschen höher, weil gerade hat Schalke gegen Nürnberg gewonnen. Oh, interessant. Nämlich 2-0. Und Schalke gewinnt nicht oft, deswegen so fest muss man feiern. Vielleicht steigen wir noch nicht ab. Oh Gott. Ja, ich habe es in der Vergangenheit vielleicht mal erwähnt. Im Wolf ist es vielleicht ein bisschen selten, aber ich bin ja Schalke-Fan seit
quasi immer. Und da ist es nicht ganz so leicht, die Saison. Weil ich würde vielleicht auch den Take aufstellen, dass es keine leichte Schalke-Saison gibt. Selbst die Saison ist frustrierend. Also, seit ich Schalke-Fan bin, würde ich sagen, die einzige Saison, die wirklich leicht war, war so irgendwie 2012, 2013, wo man Dritter geworden ist. Aber ansonsten alle Jahre, selbst die Jahre, wo du Champions League gekommen bist, da war immer Chaos. Also egal, von wem ihr Fan seid, die Chance ist hoch, dass man als Schalke-Fan ein bisschen mehr leidet. Ich finde 5 gegen 5 Juwelenjagd ist hauptsächlich sehr schlicht, dass du halt, also du machst nicht so viel. Du hockst halt hier bei einem Spawner, verteidigst den und gehst dann mal manchmal nach vorne, aber auch nicht zu hart, weil ey, du hast ja 6 Juwelen, da darfst du nicht viel verlieren. Ich hab viel, das muss reichen. Jackie, wir beide. Das muss reichen. Ja, das reicht, wir beide. Wir machen das. Jackie. Okay. Ich habe sogar am meisten Kills gemacht, aber gefühlt habe ich gar nicht, also ich habe anscheinend was gemacht, aber gefühlt habe ich gar nicht viel gemacht. Ich kann kurz sagen, mir tun die Fans leid von Kaiserslautern, weil für Kaiserslautern sieht es auch aktuell nicht gut aus. Ich hoffe, dass Kaiserslautern in der Liga bleibt. Ich hoffe, dass Schalke in der Liga bleibt. Die zweite Liga wird auch richtig cool nächstes Jahr. Ich rede nicht mehr viel über Fußball, aber wenn jetzt Köln wirklich auch absteigt, da sind da ja so krasse Traditionsclub einfach in der zweiten Liga. Also wenn es mal jetzt nur um Ehre geht, Anführungsstriche, ist in der zweiten Liga einfach so viel mehr Ehre als in der ersten. In der ersten hast du halt irgendwelche Produkte, Werkselfen werden Meister. Und in der zweiten Liga, da hast du noch, das ist noch ein bisschen Tradition. Das sind noch ein paar geile Fußballvereine. Diesen Shadowhelm. Oh, der hat ihn gehüllt. Aber ich hoffe übrigens wirklich, dass ihr den Tag heute genutzt habt und mal rausgegangen seid. Vielleicht mal ein Eis gegessen habt. Oh, ah nein, ich hätte einfach Auto eben sollen, ich hätte wegkommen. Ist my bad, ist original my bad. Plus 6 nehme ich trotzdem mit, aber da hätte mehr drin sein können. Aber die Lobbys jetzt gerade, die sind einfach normal, ehrlich gesagt. Habe ich nicht das Gefühl, dass irgendwas besonders auffallend ist, bis doch, dass du jetzt gerade fast durchgelaufen bist, aber ansonsten. Schild. Der Schild ist so krass, der muss so hardcore genervt werden, ne? Sorry. Ich dachte, ich bin Trickschuss, Bardor. Gut. Oh, ich passe genau zu dem Ball. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Das ist eine Variante. Aber wir haben gewonnen. Okay. Ich würde ganz ehrlich sagen, ich war der Dümmste in der Runde. Oh. Okay. Ich habe noch den Dash gemacht, damit die Krähe nicht Schaden der Explosion kriegt. Weil ich wurde gehittet von der Mine. Ich meine, ich chase den jetzt nicht. Geisteskrank. So. Ich save die 8 Juwelen einfach. Interessante Nutzung der Hyperladung, Krier. Sehr interessant. Aber ich würde ganz ehrlich sagen, das ist also, was dumme Aktionen angeht, ist aktuell noch sehr ausgeglichen. Autsch. Okay, so. Das gereicht, das war der Move. Aber es ist ganz komisch. Seit ich mich in diesem einen Video so krass darüber aufgeregt habe, habe ich jetzt diese Lobbys, die ich wollte. Halt Lobbys, wo gefühlt alle auf einem ähnlichen Niveau sind. Macht man als Steve Hawking eigentlich was anderes, außer Bimmelbahn fahren die ganze Zeit? Der macht ja nichts, außer super aufladen. Ich bin tot, aber ist egal, ja auch. Super aufladen und dann spammen. Und dann hoffen, da irgendwie Gegner zu killen. Das kann doch nicht gut klappen. Aber es, ich habe wenig Bimmelbahnfahrer gesehen, die was anderes machen. Edgar hatte nie Bock, im Kreis zu sein, der ist nur gejumpt, der andere ist Bimmelbahn gefahren. Und Squeak konnte halt auch nicht alles alleine machen. Aber es gab auch dumme Teammates und Gegner heute Mittag. Also das macht so gesehen keinen auffallenden Unterschied, ehrlich gesagt. Wir haben... Okay, Bo ist da. Okay. Ich habe mich jetzt gezwungen, die Angriffe nicht zu spammen. Was eine Sache ist, die ich ganz gerne mache. Ich hoffe, Sandy weiß nicht, dass ich hier bin. Nope, ich bin tot. Keine Ahnung, kann sein, dass der Bo schlecht ist, aber gefühlt sind die Gegner einfach besser gewesen als wir. Wir haben tatsächlich sogar mehr Schaden gemacht, wir haben mehr Kills gemacht. Wir haben aber einfach das taktische schlecht ausgespielt. Wenn es um das Thema Server geht, da lese ich oft Dinge, die meiner Meinung nach einfach nicht stimmen. Und zwar zum Beispiel sagen Leute dann, oh Bardor, es spielen ja nicht alle Leute aus Deutschland. Manche Leute spielen ja auch aus Südamerika. Die spielen dann ohne anderen Uhrzeit Rollsters. Das stimmt vielleicht, aber glaubt ihr ernsthaft, dass jemand aus Südamerika auf demselben Server ist wie jemand in Europa? Es gibt doch unterschiedliche Server. Sonst hätten doch eh. Also,
sonst hätte doch der aus Südamerika oder wir dauerhaft einen beschissenen Ping, um die zu vermitteln. Das ist halt, das ist ja auch das große Problem von Leuten, die in der Türkei wohnen, weil die halt so ein Mittelding sind aus Europa und Asien. Deswegen haben die zum Beispiel auch in Videospielen oft einen schlechten Ping. Die haben doch, meine ich, auch für League of Legends einen ganz eigenen Server. Ja, Digga, die Piper hatten aber auch eben auf mich. Deswegen, wenn wir hier 23 Uhr haben, ist für die meisten Leute, die hier auf dem Server sind, auch ungefähr 23 Uhr. Gut, dann haben wir easy gewonnen. Ich forciere jetzt aber nicht Melody. Wenn es der Modus nicht hergibt, dann mache ich was anderes. Wobei, da könnte Melody okay sein, ehrlich gesagt. Weil, oder er macht einen Double Kill. Nee, macht er nicht. Let's go. Sehr gut. 2 gegen 1. Ich nutze es jetzt kurz nochmal, um meinen Super aufzuladen. Dann kann ich gleich direkt den Jump machen, wenn das geht. Es sei denn... Ja, okay. Zumindest halb. Nee, nicht mal ansatzweise halb. Ein Drittel. Zu einem Drittel haben wir es aufgeladen. Ich brauche 3 Treffer. Man kann es relativ sicher sagen, dass es ein Drittel ist. Okay, doofe Ausgangslage. Kann der uns betäuben? Betäubung ist ja aus. Ich schluck das mal kurz, den Treffer, wenn er mich damit hittet. Nee, betäubt nicht. Okay. Ich wollte nur noch mal sicher gehen. Das war nicht so gut. Und ach. Ich kann meinem Megaschwein-Event einfach so nicht helfen. Ja, aber alleine in der Teamauswahl kannst du schon erkennen, dass die Gegner haben halt 3 starke Brawler gewählt. Ich habe Mr. P, der 15.000 Schaden gemacht hat. Ich habe Gale, wo im Grunde kein Effekt was nützt. Gale hat primär die Fähigkeiten, dass der andere zurückdrängen kann. Diesen Modus war zurückdrängen deaktiviert. Okay, jetzt bin ich dumm gestorben. Aber ich habe immerhin auch einen Gegner gekillt. Wild! Gut. Alter, wieso ist das übrigens wieder eine Runde, wo meine Teammates keine Hyperladung haben und die Gegner zerbomben uns mit ihren Hyperladungen? Warum ist das wieder so? Okay, ich reg mich jetzt doch auf. 23 Uhr, scheiße. Nee, meine Teammates hatten sogar Hyperladung. Also, theoretisch müssten sie es gehabt haben. Es ist ein Fazit, was ich so nicht erwartet habe. Aber das Fazit ist, es ist anscheinend egal, wann man spielt. Es ist anscheinend wirklich egal. Es ist mit zufälligen Leuten immer Glücksspiel. Irgendwelche Logikbegründungen, dass mittags halt mehr Kinder online sind und abends nicht, die können nicht gelten. Ich habe abends genauso viele dumme Runden gehabt wie vormittags, beziehungsweise mittags. Und ich würde sagen, Leute, mit dieser traurigen Erkenntnis gehe ich jetzt gleich schlafen. Und wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Schönen Abend euch noch oder morgen, Mittag. Geht doch mal raus. Geht doch einfach mal spazieren. Bis dann, Leute. Und ciao.